Ich möchte beginnen mit einem Zitat, bei dem uns das Thema, die Problematik und auch eine der handelnden Persönlichkeiten hier schon ganz am Anfang beginnt. Wenn man die Kontrolle über die Nahrungsmittel hat, hat man die Kontrolle über das Volk. Wenn man die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert man die Welt. Henry Kissinger hat diesen Satz gesagt und er wird uns noch begegnen in diesem Vortrag und auch dieses Thema wird uns begegnen. Wenn man also jetzt die Frage stellt, ja, wer hat denn das Geld? Auch da nur einen ganz kurzen Blick mal hinter die Kulissen. Es gibt das Forbes-Magazin und laut dieses Forbes-Magazins besitzen 691 Menschen in der Welt ein sichtbares Vermögen von 2,2 Billionen Dollar, ein sichtbares Vermögen, aber allein das Unsichtbare, das heißt das indirekte, verschachtelte und Beteiligungsvermögen der Familie Rothschild wird auf gut 100 Billionen geschätzt. Das heißt, wir haben hier Spieler, auch die werden uns noch begegnen, die in der Liga ganz oben spielen. Und damit wird auch deutlich, das, was beispielsweise sehr ausführlich behandelt und fest analysiert wurde im Plan B, wie die Hierarchie, die Machthierarchie aussieht. Und auch da noch ein ganz altes Zitat aus der Zeit, als England noch einen König hatte, der etwas zu sagen hatte, also als der König, dass es nicht eine konstitutionelle Monarchie war, sondern der König in der Tat, der erste Mann, die erste Persönlichkeit im Staat gewesen ist. Und dieses Zitat befasst sich genau mit dieser Funktion. Ich kümmere mich nicht darum, welche Marionette auf den Thron Englands gesetzt wird. Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, steuert das britische Imperium und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Gebt mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer deren Gesetze macht. Meyer Amschel Rothschild, der dieses im Hinblick auf seine Funktion gegenüber dem englischen Königshaus formuliert hat. In den Vereinigten Staaten ist das etwas, was mehrere amerikanische Präsidenten diese Machtproblematik des großen Geldes erkannt haben. Und auch hier noch ein altes Zitat. Ich werde zwei amerikanische Präsidenten zitieren. Das ist jetzt der erste. In Friedenszeiten, so heißt das Zitat, schlägt die Geldmacht Beute aus der Nation und in Zeiten der Feindseligkeiten konspiriert sie gegen sie. Sie verleumdet alle jene als Volksfeinde, die ihre Methoden in Frage stellen und Licht auf ihre Verbrechen werfen. Und die Geldmacht des Landes wird danach streben, ihre Herrschaft zu verlängern, indem sie Vorurteile des Volkes ausspielt, bis der Reichtum in den Händen von wenigen angehäuft und die Republik vernichtet ist. Zitat Ende. Abraham Lincoln hat es formuliert und hat es 1865 am 14. April gesagt, diese Einschätzung. 5 Monate später war er tot. Die USA ist mit diesem Thema Geldmacht insofern ganz eng verbunden und insofern lege ich hier einen ersten Akzent, als es ganz von Anfang an in den Vereinigten Staaten um die Errichtung einer Zentralbank, und zwar einer privaten Zentralbank, ging. 1907 gab es einen ersten Vorschlag, der ausging von Rothschild, Kuhn, Loeb, Jakob Schiff. Sie haben in einer Rede darauf hingewiesen, dass wenn man keine Zentralbank in den Vereinigten Staaten errichten würde, die Kontrolle über die Geldmittel ausübt, es zu einer verheerenden Finanzkrise kommen könnte. 1907 als Warnung das vorgetragen, 1908, also ganz kurz danach, gab es dann tatsächlich eine solche Krise. Jetzt könnte man da einen Zusammenhang sehen. Es gibt den Beleg dafür nicht, aber der Hinweis, dass sie zunächst angekündigt würde und dann mit einer kurzen Zeitverzögerung dann auch wirklich eintrat, ist etwas, was zumindest bemerkenswert ist, denn es hat dann den entsprechenden
Schub dafür gegeben, über dieses Thema intensiver in den USA nachzudenken und letztendlich so etwas wie ein Federal Reserve System zu entwickeln. Darum ging es diesen Leuten, eine private amerikanische Notenbank, abgekoppelt von dem Einfluss des Staates, die entscheidet über die Geldmenge, die entscheidet über die amerikanische Währung und das amerikanische Kreditwesen. Auch hier gab es Warnungen im Vorfeld, ganz konkrete Warnungen, die wiederum ebenfalls etwas länger zurückliegen. Ich zitiere nochmal Thomas Jefferson, der 1787 gesagt hat, wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlaubt, 1787, es hat also eine Zeit gedauert, bis es dann wirklich dazu kam, die Kontrolle über ihre Währung zu übernehmen, dann werden die Banken und Konzerne, die um sie herum aufwachsen, zuerst durch Inflation, dann durch Deflation, den Menschen ihr Eigentum nehmen, bis ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent, den ihre Väter eroberten, aufwachen. 1787, es hat eine Zeit gedauert, wenn man sich die USA von heute anschaut, kann man nur sagen, das Programm ist umgesetzt. Die Millionen Menschen, die inzwischen in den Vereinigten Staaten obdachlos sind, sprechen eine deutliche Sprache. Die endgültige Version im Hinblick auf das Fed-System ist auf dem Privatgrundstück von JP Morgan auf Jekyll Island in Georgia. Georgia wird uns noch begegnen, am 22. November 1910 festgelegt worden. Dort sind die Eckpunkte dann nachher definiert worden und einfach ein paar der Anwesenden, die dort dann das Thema einer privaten amerikanischen Notenbank diskutiert haben. Es ist JP Morgan dabei gewesen, Paul Warburg dabei gewesen, Vanderclip dabei gewesen, Nelson Aldrich, alles Leute aus dem damaligen Bankensystem der USA, die letztendlich eine solche Konstruktion beschlossen haben. Jetzt ging es darum, die Konstruktion in den Vereinigten Staaten auch wirklich umzusetzen. 1913 gab es einen Wahlkampf, einen Präsidentschaftswahlkampf, bei dem es an sich klar war, dass der ausgehen würde, üblicherweise zwischen einem Republikaner und einem Demokraten. Das waren zwei Personen, die ohne eine sichere Prognose diese Wahl gewinnen würden. Und das amerikanische Großkapital hat dann eine dritte Persönlichkeit aufgebaut, Woodrow Wilson, der ins Rennen kam als No-Name, als jemand, der im Prinzip weder der einen noch der anderen Partei wirklich zugehörte, also so dann auch klassisch dann nachher der lachende Dritte wurde. Er gewann am 5. November 1913 die Wahl. Wilson wurde amerikanischer Präsident und die schon zitierten JP Morgan, Paul Warburg, Bernard Baruch haben ihm dann vorgeschlagen, dieses Fed-System möglichst schnell umzusetzen. 5. November 1913 wird Wilson gewählt. 22. Dezember 1913 liegt dem Kongress zwei Tage vor Weihnachten ein Beschluss zur Etablierung der Fed vor. Wilson hat sich also beeilt und hat auch seinen ihm übertragenen Job sehr erfolgreich und pünktlich und zuverlässig umgesetzt. Es waren also gerade mal 6 Wochen. Bis das dann im Kongress vorlag. Er hat die Parlamentarier, die Kongressabgeordneten im Hinblick auf die Abstimmung und das, was dort passiert, angelogen, hat gesagt, dieser 22. Dezember 1913 wird kein Thema sein. Ihr könnt in Ruhe in Weihnachtsurlaub fahren. Die Dinge, die in der Diskussion natürlich waren, nämlich die Frage der Errichtung einer Fed, das würde nicht verabschiedet oder diskutiert werden. Insofern hat also hier Entwarnung gegeben. Der Kongress war halb leer und mit den Leuten, die natürlich wussten, worum es ging, hat er dieses Gesetz dann durchgesetzt. Das heißt, ab 22. Dezember 1913 haben wir eine amerikanische Notenbank in Privatbesitz. Es gibt seit diesem Zeitpunkt mit einer ganz kurzen Ausnahme keinen einzigen Tag in den Vereinigten Staaten, in denen diese amerikanische Notenbank jemals staatlich gewesen wäre, staatlich beaufsichtigt oder staatlich kontrolliert wäre, sondern sie steht jenseits des Staates und ist eine Privatorganisation. Wem gehört diese Bank? Es sind 8 Firmen, die uns immer wieder begegnen und auch in den vergangenen Jahren begegnet sind. Das ist einmal Rothschild, das ist Lazard Brothers,
Israel Moses Seif in Italien, Warburg, Lehman Brothers haben wir später dann erlebt, Kuhn Loeb, Rockefeller Chase Manhattan und Goldman Sachs. Das sind die 8 Banken, denen die FED gehört und die hinter diesem System stehen. Und mit einer Ausnahme, inzwischen hat Goldman Sachs Lehman Brothers im Prinzip beerbt durch die Krise 2008. Insofern sind dann aus den 8 Banken es inzwischen 7, die über die FED bestimmen. Der erste Clip ist ein Statement von jemandem, der es nun in der Tat wissen muss. Alan Greenspan war jahrelang, viele, viele Jahre Chef der FED und hat deutlich gemacht in einem Interview, wie das Herrschaftssystem, wie das Verhältnis FED zu den Vereinigten Staaten läuft. Und er redet da sehr offen und sehr Klartext. Gut, erst einmal ist die US-Notenbank eine unabhängige Behörde. Und das heißt im Grunde, keine andere Behörde der Regierung hat ein Vetorecht, wenn wir Maßnahmen beschließen. Solange dies in Kraft ist und es keine Beweise in der Administration gibt, im Kongress oder von jemand anderem, der uns anfragt, ob wir etwas anderes durchführen als das, was wir denken, sei angebracht, spielt die Beziehung keine Rolle. Beachten Sie, was Greenspan sagt. Er sagt, die Notenbank steht über dem Gesetz. In der Realität ist das tatsächlich so, dass die Notenbank über dem Gesetz steht. Soweit mir bekannt ist, gab es bisher niemals eine Instanz, welche die Notenbank kontrolliert hat. Das letzte war Webster Tarpley, ein kritischer Journalist und guter Freund, der das nochmal interpretiert, aber an sich war, was Greenspan gesagt hat, Klartext genug. Es ist eine Institution außerhalb sämtlicher Behörden der Vereinigten Staaten und der Chef der FED wird zwar vom amerikanischen Präsidenten ernannt, auf Vorschlag der FED selber. Es ist nicht so, es ist also quasi ein formaler Akt, nicht etwas, was mit Herrschaft oder Einfluss der US-Administration zu tun hat, sondern ein formaler Akt, der faktisch keine wirkliche Bedeutung hat. Wilson hat später ein schlechtes Gewissen bekommen, als er begriffen hat, was er da gemacht hat. Zumindest hat er es so artikuliert. Unser Kreditsystem ist konzentriert und da in den Händen weniger Männer, hat er einmal gesagt. Nicht länger eine Regierung mit freier Meinung, nicht länger eine Regierung mit Überzeugung und gewählt von der Mehrheit, sondern eine Regierung beherrscht von der Meinung und Nötigung einiger weniger Männer. Zitat Ende, Woodrow Wilson. Ob er es wirklich vorher nicht so begriffen hat, weiß ich nicht. Ist auch völlig egal. Er hat auf jeden Fall das dann so bewertet, als er gesehen hat, was er dort angerichtet hat. Nächsten Schritt, wir haben also jetzt hier als Basis, als Fundament zunächst einmal den Befund, dass wir ein amerikanisches Geldsystem haben, das unabhängig ist von der amerikanischen Regierung, insofern ein völliges Eigenleben in diesbezüglich führt. Ist das etwas, was wir noch irgendwo anders festmachen können? Ja, wir können es festmachen an der Dollarnote. Wer sich die Dollarnoten anschaut, findet dort eine ganze Reihe von Hinweisen, die mit der amerikanischen Verfassung oder mit der amerikanischen Geschichte gar nichts zu tun haben. Wir haben das berühmte Illuminaten- oder Freimaurer-Dreieck, das allsehende Auge auf dem Dollar. Wichtiger finde ich die Schrift dort drauf, Novus Ordo Seclorum, neue Ordnung der Zeitalter, neue Weltordnung als Programm auf der Dollarnote. Das ist schon bemerkenswert und das Ganze hat schon gestartet. Annuit Coeptis steht weiterhin, zwar grammatikalisch falsch, aber egal, auf der Dollarnote drauf. Und eine Jahreszahl 1776 als eine Jahreszahl in Verbindung mit der amerikanischen Geschichte gibt es nicht. Die amerikanische Verfassung ist 1789 in Kraft getreten. Insofern fragt man sich, was denn doch die 1776, da ist sie auch nicht beschlossen worden, da ist auch die USA nicht begründet worden. Es ist aber das Gründungsjahr des Illuminatenorden. Insofern könnte man da jetzt auch vermuten, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich habe vorhin gesagt, es gibt mit ganz wenigen Ausnahmen keinen Tag in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wo die Dollarnote oder das amerikanische Geldsystem staatlich gewesen ist.
Die einzige Ausnahme ist 1963, am 4. Juni, gibt es eine Executive Order Number 111-110, die die amerikanische Notenbank zurückführt in Staatsbesitz. Das hat es wirklich gegeben 1963. Der Vater des damals amtierenden Präsidenten hat gesagt, das wirst du nicht überleben. Und er hat es gleichwohl gemacht. Die Dollarnoten, die heute United States of America und nicht Federal Reserve System eingedruckt haben, sind viel, viel Geld wert, weil sie eben nur eine relativ kurze Zeit Gültigkeit hatten. Und dieses Experiment wurde dann in Dallas mit zwei verwirrten Kugeln ebenso verwirrter Persönlichkeiten beendet. Kennedy wird am 22. November 1963 ermordet. Also 4. Juni 1963 diese Executive Order, 22. November dann das Aus. Und insofern in der Tat auch das Aus, als es Johnsons, also des damaligen dann frisch ernannten Präsidenten, allererste Amtshandlung war, ich meine mich erinnern zu können, sogar noch vor der Vereidigung, dass er diese Order 111-110 wieder rückgängig gemacht hat, sodass also klar war, zumindest würde man juristisch sagen, es einen hinreichenden Anfangsverdacht gibt, dass in dem Moment, in dem der Präsident ermordet wird und kaum, dass er tot ist, eine von vielen, vielen Ordern, die er erlassen hat, rückgängig gemacht werden muss, noch wirklich am selben Tag, in derselben Stunde fast, dass das also ganz offensichtlich ein, ja, ich sag mal, Grund dafür gewesen ist, dass man ihn beseitigt hat. Wir wissen bis heute nicht die wirklichen Hintergründe. Auch bemerkenswert und erstaunlich, dass es eben ein amerikanischer Präsident ermordet wird und selbst sieben Jahrzehnte danach nicht klar ist, was da wirklich passiert ist. Wir wissen nur eines, dass die offizielle Version, dass Oswald ihn als Einzeltäter erschossen hat, Unsinn ist. Wie auch immer, das Experiment wurde dadurch gestoppt und in diesem halben Jahr gab es diese andere Struktur der FED, sonst aber gar nicht. Wir sind also jetzt bei der Frage, wenn man sagt, gut, da ist dann offensichtlich auch das Leben eines amerikanischen Präsidenten nichts wert, wenn er einen solchen Fehler im Geldsystem macht. Wer denn die Kreise sind, die da ein Interesse haben und wie der Transmissionsriemen zwischen diesen Geldkreisen und politisch einflussreichen Klüppchen und Clubs und Organisationen ist, unter denen dann Politik agiert. Unter denen Politik agiert, es gibt einen in einer humoristischen Sendung des Bayerischen Fernsehens ausgestrahlte Statement, kurzes Statement des bayerischen Ministerpräsidenten, der das mal so zusammengefasst hat und die meisten werden es kennen, eine Aussage, die insofern bemerkenswert ist, als sie ja für einen gewählten Ministerpräsidenten erstaunlich zeigt, wie die Lage ist. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Wunderschön reagiert. Ein großartiger Journalist, Comedian und Journalist, der hier das Thema aufgegriffen hat. Der Skandal ist an sich nicht diese Äußerung von Seehofer, sondern der Skandal ist, dass es zu diesem Thema keine weiteren Nachfragen und Diskussionen der Medien gegeben hat. Das wäre eigentlich das gewesen, wo man am nächsten Tag eine Spiegel-Story oder eine Stern-Story oder eine Fokus-Story hätte draus machen müssen. Was meint er denn damit? Das ist der eigentliche Skandal, zeigt aber dann letztendlich auch bestätigt die Herrschafts- und Hierarchieanalyse, wie wir sie im Plan B haben. Ich will mich im Folgenden mit den Zirkeln der Macht ein bisschen befassen und deren Ziele. Ich kann nur auf ganz, ganz wenige eingehen. Ich werde auf die Bilderberger ansprechen, die Trilaterale Kommission, auf das CFR eingehen. Ich will ganz zuvor, weil das so sehr aktuell ist, auf eine weitere Gruppe, es gibt eine ganze Reihe von Thinktanks und Gruppierungen, die Politik bestimmen. Der German Marshall Fund in den USA ist eine solche Gruppierung, auch ein solcher Think Tank. Er ist insofern interessant, als ganz offensichtlich dort, so quasi neben dem CFR,
auf das wir noch zu sprechen kommen, deutsche Außenpolitik gedacht und konzipiert wird. Dort in einem amerikanischen Think Tank wird das gedacht, was und formuliert, was Außenpolitik in der BRD ist. Wir sind darauf gekommen, als wir Reden und Interviewpassagen von Gauck analysiert haben und festgestellt haben, dass dort bestimmte Satzbausteine, wenn man nämlich diese Textbausteine einfach mal so eingibt ins Netz und dann guckt, was ist denn das für seltsame Texte, als er hier die neue Rolle Deutschlands angesprochen hat, die neue Funktion, dass im Kampf für Menschenrechte, ich zitiere das mal, manchmal erforderlich es sei, auch zu den Waffen zu greifen. Deswegen gehört letztlich als letztes Mittel auch dazu, den Einsatz militärischer Mittel nicht von vornherein zu verwerfen. Also Kriegspropaganda zu machen, Gauck, der Pastor als Kriegshetzer, wo hat er diese Texte her? Und wenn man dann diese Texte eingibt, stellt man fest, dass sie aus der Publikation Neue Macht, neue Verantwortung, Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch stammen. Das ist ein Text eine Publikation dieses German Marshall Funds, in dem ganz offensichtlich einem amerikanischen Think Tank die Dinge gedacht werden, die Herr Gauck dann anschließend nachplappert. Also insofern haben die Sachen eine ganz konkrete Relevanz und sind jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien. Wir können nachweisen und wir können eben an diesem einen Beispiel, an vielen anderen auch sehen, wie der Transfer dann aus solchen Zirkeln der Macht in die konkrete Politik funktioniert. Bilderberger hatte ich angesprochen als erste Institution 1954 von Prinz Bernhard der Niederlande in dem holländischen Bilderberg oder Hotel Bilderberg in Oosterbeek in seinem Heimatland oder ins Leben gerufen, zum ersten Mal zusammengekommen. Jahrzehntelang bestritten, dass es die Existenz überhaupt gibt. Also wer das vor 10 Jahren behauptet hat, ist in die Ecke Verschwörungstheorie oder Spinner getan worden. Inzwischen hat die Gruppe eine eigene nichtssagende Website, gibt über ihre Ziele ebenso nichtssagende Informationen. Und klar ist, was immer wieder angesprochen wird und auch von Ihnen selber gesagt wird, die Hauptziele sind eine Weltregierung und eine globale Armee durch die Vereinten Nationen. Also das ist dieser rote Faden, den wir immer wieder erleben. Es sind die europäischen führenden Köpfe der Hochfinanz, der Medien, der Politik plus die entsprechenden Kreise aus den Vereinigten Staaten. Und auch hier ein kurzer Bericht über eine solche Konferenz, die inzwischen eben gefilmt werden kann, bei der man eben inzwischen nicht mehr schafft, die Zusammenkünfte geheim zu halten. Sie kommen in schwarzen Limousinen, in Autos mit abgeklebten Nummernschildern, Mitglieder des sogenannten Bilderberg-Clubs, Wirtschaftsbosse, Industriemagnaten, hohe Militärs, die Masterminds der Welt, ihre heimliche Regierung, sagen manche. Beim diesjährigen Treffen in St. Moritz der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück, neben ihm Airbus-Chef Thomas Enders, überrascht und gefilmt von Internetaktivisten. Die Bilderberg-Konferenz, hier seltene Bilder aus dem Jahr 1963 in Cannes. Eingeladen wird, wen der amtierende Vorsitzende für würdig erachtet. Rund 130 Personen, immer an einem anderen Ort. 1954 hat Prinz Bernhard der Niederlande das alljährliche Treffen im holländischen Hotel Bilderberg ins Leben gerufen. Die Mächtigen fliegen ein, bleiben 3 Tage, fliegen wieder ab. Absolutes Stillschweigen. Könnten Sie uns bitte sagen, worüber morgen auf der Bilderberg-Konferenz gesprochen wird? Ich glaube nicht, dass ich dazu befugt bin. Welche Vorschläge werden Sie machen? Ich darf nichts preisgeben, was in der Konferenz besprochen wird. Es ist eine sehr geheime Konferenz. Streng geheim. Weder Gründungsvertrag noch Mitgliederliste. Henry Kissinger, David Rockefeller wurden gesichtet. Angela Merkel, Guido Westerwelle oder Josef Ackermann haben auch schon an Konferenzen teilgenommen. Fast keine Bilder, nur wenige Nachrichten dringen nach draußen.
Der amerikanische Außenminister, der am Flughafen sagt, dass er nicht erlaubt, es ist ihm nicht erlaubt sei, über das zu reden, was dort stattfindet. Er hat in dem Moment, wenn man die amerikanische Verfassung kennt, gerade einen Verfassungsbruch gemacht, weil er einer solchen Veranstaltung, bei der Nicht-Amerikaner ja mit dabei sind, ganz klar, eine solche Geheimhaltung gar nicht bestätigen dürfte oder eine solchen geheimen Sitzung gar nicht teilnehmen dürfte. Das ist ein Punkt, der bemerkenswert ist an seinem Statement. Und bemerkenswert an diesem Clip ist, er ist aus dem Jahr 2012. Also wir haben hier zu einem Zeitpunkt Peer Steinbrück dabei, als dieser als völlig abgehalfterter Politiker und No-Name, weitgehend No-Name, in der Politik keine Rolle mehr spielte und anschließend zum Kanzlerkandidat avancierte. Also dieser zeitliche Zusammenhang ist sehr spannend. Bei Merkel war es genauso. Schröder war dann schon ausgeladen, Merkel war eingeladen, sodass immer einer entsprechenden Nominierung ein Besuch der Bilderberger Konferenz vorausgegangen ist. Hier bei Steinbrück genauso, den zeitlichen Zusammenhang muss man sehen. Trilaterale Kommission, eine zweite Institution, sehr viel kleiner, 300 einflussreiche Leute. Und auch da ist wieder Rockefeller, Kissinger, Sutherland, das ist der CEO von Goldman Sachs, Papademos, Condoleezza Rice, also die gesamte Goldman Sachs-Truppe bzw. Öltruppe, Mario Monti in dieser Kommission drin. Auf deutscher Seite Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Josef Ackermann, der schon erwähnt wurde, Biedenkopf, Horst Köhler, Otto Graf Lambsdorff. Immer wieder alte Bekannte, die man trifft. Was die Trilaterale Kommission wirklich will, ist die Schaffung, Zitat, einer weltweiten Wirtschaftsmacht, die stärker ist als die politischen Regierungen der beteiligten Nationen. Barry Goldwater, ein amerikanischer Senator, hat das einmal deutlich gemacht, was die Hintergründe dieser Gruppierung sind. Also auch hier haben wir wieder diesen Anspruch einer über die Macht der USA weit hinausgehenden Weltregierung. Also auch das ist mir extrem wichtig, dass das zwar von dem Machtzentrum, auch was das Geld betrifft, natürlich in den USA disloziert ist, dass es aber mit den Vereinigten Staaten selber überhaupt nichts mit den Menschen dort und mit der Verfassung der USA nicht das Geringste zu tun hat. Auch das werde ich noch belegen. Sie wollen die Souveränität und nationale Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten aufgeben. Zitat von Chester Ward, das ist ein Konteradmiral und ehemaliges Mitglied des CFR über die Trilaterale Kommission. Also auch hier Klartext von ehemaligen Mitgliedern, worum es bei diesem Thema letztendlich geht. Das Council of Foreign Relations, CFR, ist die Institution, bei der es um die Definition amerikanischer und internationaler Außenpolitik geht. Es gibt den europäischen Ableger, der soweit zumindest mitgegründet wurde von Joschka Fischer und von ihm, glaube ich, auch präsidiert wird, weiß ich jetzt im Moment nicht. Aber auf jeden Fall wird auch da deutlich, wie Figuren, die wir in der BRD der vermeintlich alternativen oder grünen oder rebellischen Szene zuordnen, entweder von Anfang an oder eben irgendwann spätestens mit Machterhalt eingekauft wurden oder sich haben einkaufen lassen und heute das Geschäft der Hochfinanz betreiben. 1921 gegründet von Edward House in Zusammenhang wiederum mit Paul Warburg und Otto Hermann Kahn, einem der einflussreichsten amerikanischen Journalisten, mit Warburg wieder ein Großbanker und ist eine Institution, die eben die amerikanische Regierung in Sachen Außenpolitik berät in Anführungsstrichen. Wir werden das gleich hören nochmal. 4200 Mitglieder etwa und der Präsident seit 2003 ist Richard Nathan Haas. Vizepräsident ist Richard E. Salomon von dieser Institution. In dem Board of Directors des CFR ist so ziemlich alles, was Rang und Namen hat. Ob das jetzt amerikanische Präsidenten sind oder ob das der Außenminister Powell gewesen ist oder also George Bush, Dick Cheney, George Soros, Jacob Lew, der ist der Chef von 15 amerikanischen Geheimdiensten. Dann die amerikanischen ehemaligen Finanzminister John Bolton, Timothy Geithner, Henry Paulson, ehemaliger CEO von Goldman Sachs,
Janet Yellen, Vizepräsidentin der FED, beziehungsweise inzwischen Präsidentin, Lloyd Blankfein, also alles, was im Geldadel Rang und Namen hat auf der obersten Liga, ist in dem Board of Directors des CFR. Natürlich Alan Greenspan dabei, Michael Bloomberg, Bürgermeister von New York, und John Kerry, damals Präsidentschaftskandidat oder ehemaliger Präsidentschaftskandidat und heutiger Außenminister der amtierenden amerikanischen Regierung. Hillary Clinton macht in der, das ist jetzt leider Englisch, ausschließlich Englisch. Thank you very much, Richard, and I am delighted to be here in these new headquarters. I have been often to, I guess, the mothership in New York City, but it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future. Klartext. Wir bekommen eine Menge Advices und es wird uns gesagt, wie wir zu handeln haben und wie wir über die Zukunft zu denken haben. Damals amerikanische Außenministerin, als sie dieses Zitat gemacht hat, als dieses Gebäude des CFR eingeweiht wurde, und ein wunderschöner Klartext, der deutlich macht, welche Funktion und welches hierarchische Verhältnis zwischen dem CFR und der amerikanischen Regierung oder einer amerikanischen Außenministerin hier besteht. Sie holt sich die Advices vom CFR, um dann das in die Politik umzusetzen. Es gibt, weil das ja so dann, ja, was so diese Hierarchie betrifft, auch etwas sein könnte, wo man sagt, naja, der interpretiert das da hinein. John D. Rockefeller hat es einmal sehr deutlich und sehr offen, und zwar in seiner eigenen Biografie, geschrieben und klargemacht, welche Funktionen seine Familie, seine Bank und die entsprechenden nachrangigen Institutionen haben. Manche glauben gar, schreibt er in seiner Biografie, in seiner Autobiografie, wir seien Teil einer geheimen Kabale, die entgegen den besten Interessen der USA arbeitet, charakterisieren mich und meine Familie als Internationalisten und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen eine integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen. One World, wenn Sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig. Und ich bin stolz darauf. Zitat Ende. Mehr muss man an Klartext auch nicht mehr hinzufügen. Ein klares Statement von Rockefeller in seiner Biografie, wie das zu bewerten ist, was sie haben. Nochmal, was ich vorhin auch gesagt habe, eben das hat mit den Interessen der Vereinigten Staaten, der Amerikaner, nicht das Geringste zu tun. Und er ist stolz darauf. Wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob sie es wollen oder nicht, durch Unterwerfung oder Übereinkunft. James Warburg, auch ein CFR-Mitglied vor dem Senatsausschuss, hat es mal einen Senatsausschuss gegeben 1950, und er ist doch befragt worden, hat das als Statement abgegeben. Wir sind also hier in einer Situation, wo wir feststellen können, dass die Herren des Geldes, meistens sind es Herren des Geldes, diejenigen sind, die letztendlich hier den Einfluss und das Sagen haben. 80% der New Yorker Federal Reserve Bank gehören nur 8 Familien. Es gibt noch ein bisschen Klein- und Streubesitz. Und an den 8 Familien von der Gründung her hat sich mit Ausnahme von Lehman bis zum heutigen Tag nichts geändert. Lehman ist dann 2008 im Prinzip beerbt worden von der Goldman Sachs Gruppe. Worum geht es diesen Leuten, abgesehen von der Macht? Das ist sicherlich etwas, was deutlich wurde und was auch diese Kreise deutlich machen, dass sie Einfluss auf die Politik über ihre Transmissionsriemen, CFR oder Bilderberger oder Trilaterale Kommission oder Club der 30 oder Skull and Bones, man könnte das noch sehr ausweiten, habe ich die Zeit nicht zu, aber diese Transmissionsriemen von Institutionen beeinflussen letztendlich dann und bestimmen amerikanische, aber eben auch europäische Politik. Wir haben ein Monument in den Vereinigten Staaten, bei dem etwas mehr Klartext zu finden ist, von dem wir ehrlicherweise nicht wissen, wer es dorthin gestellt hat. Das sind die Georgia Guidestones. Georgia ist uns ja ganz am Anfang schon begegnet, als die FED begründet wurde. Und in dem US-Bundesstaat
gibt es Georgia, gibt es eben seit etwa 3 Jahrzehnten oder etwas mehr ein riesiges Monument, die Führungssteine von Georgia, die Georgia Guidestones. Am 22. März ist die Grundsteinlegung gewesen. Das ist auch das, was wir als Insignien dann bei Skull and Bones wiederfinden, 3.22. Aber das ist jetzt ein Hinweis, wo es herkommen könnte. Klar ist es nicht, das muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt keine saubere Grundbucheintragung, da ist ein Notar zwischengeschaltet und dann verschwindet das Ganze im Nirvana. Es wird auch das amerikanische Stonehenge genannt. Und das Interessante bei diesen Guidestones ist jetzt, dass sie eine Botschaft enthalten, eine Aussage enthalten, worum es denn in der Welt von morgen, denn das ist so diese Botschaft, um die es geht, gehen könnte, worauf zu achten ist. Das, was wir hier sehen, sind hier die Guidestones und die, der Versuch, hier so ein bisschen Stonehenge mit dem Sonnenthema zu adoptieren in 12 Sprachen. Eigenwillig, Sanskrit, Babylonisch, Ägyptisch, Klassisch, Griechisch, Englisch, Russisch, Hebräisch, Arabisch, Hindi, Chinesisch, Spanisch und Suaheli. 12 Sprachen, bei denen man sich wundert, warum sie so ausgewählt wurden, stehen die Botschaften drauf. Und die erste Botschaft ist, halte die Menschheit unter 500 Millionen in einem ständigen Gleichgewicht zur Natur. Lenke die Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Vereine die Menschen mit einer neuen lebendigen Sprache. Also wir haben hier in der Tat eine spannende Botschaft, die insofern spannend mit dem Thema Halte die Menschen unter 500 Millionen beginnt, weil sie deutlich macht, an wen sich diese Guidestones richten. Wenn wir an die 10 Gebote denken, wenn wir an irgendwelche Ethiken, egal ob das jetzt die Stoa ist, ob das das Judentum ist, ob das der Islam ist, ob das irgendwelche indianischen ethischen Moralsätze sind oder buddhistischen, völlig egal. Jeder von uns könnte diese mit nach Hause nehmen und für sich leben. Man kann also mit solchen Ethikgesetzen von Religionen weltweit persönlich etwas anfangen und damit sein Leben ändern, gestalten, wie auch immer. Mit den Georgia Guidestones, halte die Welt unter 500 Millionen, können die Personen, die hier im Saal sitzen, im Prinzip nichts anfangen und viele, viele Milliarden Menschen ebenfalls nicht. Es ist also eine eigenartige Angelegenheit, die sich ganz, oder eine eigenartige Botschaft, die sich ganz offensichtlich an eine führende Klasse, und man muss hier ehrlicherweise sagen, wenn ich von 500 Millionen Menschheit rede und den Rest für nicht sinnvoll halte, ganz offensichtlich wird hier adressiert eine führende Elite, die sich selber als wertvoller, als Herrenmenschen gegenüber den anderen Menschen empfindet. Auch das ist etwas, was wir dann auf den Steinen noch finden. Der Mensch als Wesen wird nicht ernst genommen. Er muss da von einer verständigen Elite wie ein Tier im Zoo gehalten werden. Sonst breitet er sich aus wie ein Krebsgeschwür. Es sind Handlungsanweisungen ganz offensichtlich, wie die Menschheit zu halten und zu handhaben ist. Spannend. In 2014, in diesem Jahr, vor wenigen Wochen und dann nochmal vor wenigen Tagen, eine erstaunliche Aktivität. Es ist ein Stein dort oben in den obersten Stein eingebaut worden, der ein Datum und das Jahr 2014 enthielt, sodass sich jetzt alle gefragt haben, was wollen die uns denn jetzt damit sagen, dass eine solche 2014 plötzlich auftaucht und dieses wurde in einer Aktion eingebaut, dieser Stein. Kaum, dass dieser Stein entstanden war, ist er auch wieder vor wenigen Tagen herausgenommen worden und ist dann entfernt worden und auch gleichzeitig zerkleinert worden, an die Umstehenden verteilt worden. Man weiß weder, wer das gemacht hat, diesen Stein reinzubauen, noch warum der jetzt wiederum entfernt wurde, aber zumindest ist die Botschaft, die mit dem Jahre 2014 hätte verbunden werden können, etwas, was ganz offensichtlich dann wieder rausgenommen wurde. Entweder von denjenigen, die es gemacht haben selber oder von einer offiziellen Institution. Ein Statement dazu gibt es nicht.
Wenn wir uns die Frage stellen, was denn eine solche Botschaft bedeutet, unter die Menschheit unter 500 Millionen zu halten, ist das etwas, was da auf irgendwelche Spinner, auf irgendwelche Steine gemeißelt haben, oder ist das etwas, was in der Tat ein konkretes Programm ist, 93% der Menschheit zu eliminieren und nur 500 Millionen übrig zu lassen? Es gibt ein sehr spannendes Interview, das Aaron Russo, ein ehemaliger amerikanischer Filmemacher und Regisseur und dann später auch Gründer einer alternativen Partei, also jenseits Demokraten und Republikaner und Gouverneur, Alex Jones, gegeben hat. Und in diesem Interview berichtet Aaron Russo von seiner persönlichen Begegnung und dann später auch Freundschaft mit Nelson Rockefeller, der ihm ein paar Informationen über das, was diese Kreise vorhaben, zur Verfügung gestellt hat und genannt hat. Und in dem Interview mit Alex Jones berichtet er davon. Und eine dieser Themen, die er angesprochen hat, ist die Reduktion der Weltbevölkerung. Und das war ganz offensichtlich klares Programm dieser Kreise. What he brought up in conversation was reducing world population and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree, there are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die, you know. But they felt that they want to reduce world population, and he felt that it should reduce by half. Also die Botschaft, Aaron Russo ist sehr, sehr schön sympathisch, ich kann doch nicht entscheiden, wer jetzt sterben muss und wer nicht sterben soll. Das ist ja nun eine ziemliche Hybris. Trotzdem das Programm, was ihm mitgeteilt wurde, also die Hälfte der Menschheit sei überflüssig, also nicht ganz 93%, sondern jetzt 50%. Aber die Zahlen schwanken in der Tat. Die 50% werden von dem schon zitierten Henry Kissinger betätigt, der festgelegt hat oder beziehungsweise einmal erklärt hat, die Weltbevölkerung muss um 50% reduziert werden. Ein Zitat: als Außenminister hat er also sich in dieser Richtung geäußert. John Holdren ist ein der führenden wissenschaftlichen Berater von Obama und auch bei Clinton schon tätig. Und er war Mitarbeiter in einem Expertengremium, das den US-Präsidenten zwischen 93 und 99 beriet und 96 zu der Auffassung kam, als Reaktion auf den Gipfel von Rio de Janeiro, die Weltbevölkerung solle 500 Millionen Menschen nicht überschreiten. Damit ist das, was auf den Guidestones steht, schon amerikanisches Regierungsprogramm geworden und geht dann nochmal deutlich über das hinaus, was Rockefeller Aaron Russo gesagt hat. In einer Biodiversitätseinschätzung der Vereinten Nationen für eine nachhaltige menschliche Population, diese Begrifflichkeit, die erinnert schon sehr an ein eugenisches Programm, wie wir es von den Nazis kennen, betrachten das menschliche Wesen als eine biologische Ressource. Vereinte Nationen. Im Klartext heißt das, dass der Mensch das Recht auf Leben nicht mehr länger als unantastbar für sich in Anspruch nehmen darf, reklamieren darf, die Menschheit bewirtschaften wie jeden anderen Rohstoff auch. Und nach dieser Schätzung würde eine industrialisierte Weltgesellschaft auf dem aktuellen materiellen Stand Nordamerikas etwa eine Größenordnung von 1 Milliarde nicht überschreiten dürfen. Also immerhin dann gut 6 Milliarden überflüssig und 1 Milliarde als Obergrenze. Die Frage ist, wenn wir also sowohl bei John Holdren im Regierungsprogramm als auch bei der UN-Biodiversitätstagung bzw. Vereinbarung dieses Thema in diesen Größenordnungen, Kissinger sich entsprechend äußert, die Frage ist, wie man jetzt die Menschheit, wenn wir über 500 Millionen oder 1 Milliarde, wie das funktionieren soll. Also wie kann man die Menschheit kleinkriegen? Wie kann man sie reduzieren? Ist das etwas, was jetzt, naja, ich sag mal, vielleicht Ausrutscher sein? Das steht zwar auf den Guidestones, ist auch schon amerikanisches Regierungsprogramm. Es ist auch in den Vereinten Nationen verankert und festgelegt worden. Aber das muss ja deswegen nicht in der Tat auch so passieren. Und es ist ein, auch wieder Henry Kissinger, der sich geäußert hat, und das dann auch umgesetzt hat, dass ein Instrument, um hier wirklich Reduktion im großen Stil zu erreichen, das Thema des Einsetzen des Hungers ist. Die USA mit Kissinger begannen 1974
Lebensmittel als Waffe gegen hungernde Länder zu verwenden. Als Waffe, um auf die Art und Weise durch Spekulationen am Lebensmittelmarkt Lebensmittel, auch wenn sie in ausreichender Form hergestellt wurden, so zu verknappen, dass auf der Welt dann eben Hungerepidemien aussprachen. Es gab dann ein spezielles Wettsystem von Goldman Sachs, GSCI, das die Getreidepreise beispielsweise von Rekord zu Rekord getrieben hat. Und es gab dann ein Jahr mit einer absoluten Rekordernte und das war das Jahr, in dem die Preise ganz oben waren, also entgegen dem sogenannten Angebot, dem Preis nach Angebot und Nachfrage, ganz nach oben getrieben haben und mit dem Ergebnis, dass eben bestimmte Länder sich dann auch die Lebensmittel gar nicht mehr leisten konnten. Die Lebensmittelpreise sind seit 2004 nach FAO-Aussagen im Durchschnitt um 240% gestiegen. Also wir haben hier ein Instrument, Menschheit zu reduzieren mit dem Instrument des Hungers, um mit dem Instrument der Manipulationen am Lebensmittelmarkt. Impfprogramme sind ein weiteres, auch das ist etwas, wo dann eben sehr stark es eine Verzahnung zwischen der WHO und der amerikanischen Regierung bzw. NGOs aus dem Rockefeller-Bereich gibt. Es gab beispielsweise eine Tetanus-Impfung in Schwarzafrika, bei der Millionen von 15 bis 45 Jahren alten Frauen in Entwicklungsländern, sogenannten Entwicklungsländern, gegen Tetanus geimpft wurden, also einen Tetanus-Impfstoff bekamen. Und man hat sich dann später gewundert und dann das auch getestet und herausgefunden, dass es keine Tetanus-Impfung, sondern eine Sterilisationsimpfung gewesen ist. Und auch hier ließen sich die Verzahnungen zwischen Maßnahmen der entsprechenden Organisationen wie CFR und anderen und Impfprogrammen in vielen Fällen nachweisen, wo die einen anderen Hintergrund haben, als eben der Menschheit etwas Gutes zu tun und sie gegen irgendwelche Krankheiten zu impfen. Also insofern ist das Impfthema ein weiteres Thema. Bestimmte medizinische, Pharmazeutika, ob das jetzt Zytostatika sind, ob das das ganze Thema AIDS ist, spielen eine weitere Rolle, wo das Problem weniger das Problem ist, eine solche Krankheit zu bekämpfen, sondern das Problem sehr viel stärker darin besteht, dass diese Medikamente letztendlich eher zu den entsprechenden Krankheiten beitragen. Gerade bei dem AIDS-Stoff, ein renommierter Mediziner und AIDS-Kritiker oder AIDS-Medikamentenkritiker in dem Zusammenhang aus den Vereinigten Staaten hat einmal gesagt, das ACT, also dieses Medikament ACT, ist AIDS auf Rezept. Damit bringe ich die Leute in den Tod, nicht mit dem Thema AIDS. Codex Alimentarius, ein weiteres Beispiel, das wir inzwischen auch in der Umsetzung immer stärker merken. Verbot von Naturheilmitteln, Kräutern, das Zulassen bzw. Betonen gentechnisch veränderter Nahrungsmittel, die nicht mehr gekennzeichnet werden müssen und so weiter und so weiter. Also auch hier haben wir anstatt ein Programm, was den Menschen Lebensmittelsicherheit bringt, genau das Gegenteil, nämlich krankmachende Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Also wir haben an verschiedenen Ecken und Enden eine Situation, wo an der Schraube etwas vergeblich, das muss man allerdings hinzufügen, gedreht wird, wie ich Menschheit reduzieren kann. Und eines der sicherlich probatesten Mittel ist der Krieg. Und auch hier nochmal Aaron Russo, der sich im Zusammenhang mit einer Vorgeschichte des 11. September äußert. Er war derjenige, der mir 11 Monate bevor 9/11 geschah, gesagt hatte, es würde ein Ereignis geben. Er sagte mir nie, was dieses Ereignis sein würde. Aber auf dieses Ereignis sollte eine Invasion Afghanistans durch Amerika folgen, um Pipelines vom Kaspischen Meer zu bauen. Wir würden im Irak einmarschieren, um die Ölfelder einzunehmen und Militärbasen im Mittleren Osten zu etablieren, um alles zu einem Teil der neuen Weltordnung zu machen. Dann würden wir noch Chavez in Venezuela loswerden. 9/11 geschah dann natürlich später und ich erinnere mich, wie er mir erzählte, dass wir Soldaten sehen werden, welche in Höhlen in Afghanistan und Pakistan nach Leuten suchen.
for people in Afghanistan and Pakistan and all these places. Es wird diesen Krieg gegen den Terror geben, bei dem es keinen echten Feind gibt. Das Ganze wird ein gigantischer Schwindel sein, ein Vorwand für die Regierung, das amerikanische Volk zu kontrollieren. Er sagte dir, dass es ein Schwindel sein würde? Oh ja, keine Frage. Er sagte, es würde einen Krieg gegen den Terror geben und lachte. Das haben wir jetzt seit dem 11. September ganz konkret erlebt und wir erleben es jetzt gerade aktuell wieder mit einer genauso ursprünglich von der US-Administration ausgestatteten, ausgerüsteten und finanzierten Gruppe wie der Gruppe ISIS, die jetzt die nächste Terrorszene etabliert und wo der nächste Kampf gegen den Terror stattfinden muss. Und es sind letztendlich die identischen Auftraggeber, die bei auch diesen Aktivitäten dahinterstehen, wie es bei der Al-Qaida. Wir wissen, dass Osama bin Laden über viele, viele Jahre ein Mitarbeiter aufgebaut wurde vom CIA und ein Mitarbeiter war, um eben die Sowjetunion in Afghanistan zu destabilisieren. Also insofern ist das Mittelkrieg ein weiteres Instrument zur Reduktion. Ein sehr viel softeres Mittel ist aber nicht minder wichtig, ist das, was wir auch sehr brandaktuell gerade in immer weiteren Schleifen erleben, die Zerstörung von Familie, die Zerstörung auch der frühkindlichen Identität, also all das, was wir mit dem Thema erst einmal Emanzipation. Es gibt noch eine schöne Aussage von Nick Rockefeller gegenüber Aaron Russo, wo er deutlich macht, dass das ganze Emanzipationsthema ein Thema gewesen ist, was Sie von der Rockefeller Stiftung losgetreten haben. Eines der Dinge, die er mir erzählt hatte, er war eines Abends bei mir zu Gast, wir unterhielten uns und er fing an zu lachen. Er sagte, um was glaubst du, ging es bei der Frauenbefreiung? Ich dachte an diesem Zeitpunkt noch ziemlich konventionell darüber und sagte, dass Frauen das Recht zu arbeiten erhalten, gleiche Bezahlung wie die Männer und das Recht zu wählen bekommen. Er fing an zu lachen und sagte, du bist ein Trottel. Ich sagte, warum bin ich ein Trottel? Er sagte, lass mich dir erzählen, worum es dabei ging. Wir, die Rockefellers, haben das finanziert. Wir, die Rockefeller Stiftung, waren diejenigen, die die Bewegung überall ins Fernsehen und in die Zeitungen gebracht hatten. Er sagte, willst du wissen, warum? Es gab zwei Hauptgründe. Einer war, wir konnten vor der Frauenbefreiung die Hälfte der Bevölkerung nicht besteuern. Der zweite Grund war, jetzt haben wir die Kinder von jungen Jahren an in den Schulen. Wir können die Kinder indoktrinieren, ihnen beibringen, wie sie denken sollen. Das bricht die Familien auf. Die Kinder betrachten den Staat, die Schule und die Amtsträger als ihre Familie und nicht mehr die Eltern. Dies waren die zwei Hauptgründe für die Frauenbefreiung, die ich bis zu dem Punkt als eine noble Sache betrachtet hatte. Als ich deren Absichten dahinter sah, deren Pläne für die Erschaffung der Bewegung, erkannte ich die Finsternis, die hinter dem steckte, was ich für ein nobles Unterfangen hielt. Dass es also nicht um die Befreiung der Frau, sondern um die ökonomische Ausbeutung letztendlich gegangen ist, als die Emanzipation. Das war so der allererste Schritt. Das Abtreibungsthema kennen wir aus den, ich sag mal, 70er Jahren als ein Thema, was dann da in Mode und promotet wurde. Und wir sind jetzt angelangt, das ist ein roter Faden bei der Gender-Problematik, also der völligen Identitätsnahme, was ein Mensch für ein Geschlecht hat. Und das muss eben frühestmöglich anfangen. Deswegen haben wir unter der CDU-Regierung spannenderweise und der jetzigen Kriegsministerin, damals war sie eben für Jugend, Familie, Gesundheit zuständig, hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Handlungsanweisung zur Frühsexualisierung von 1- bis 3-Jährigen, so heißt die Publikation, herausgebracht. Da fragt man sich natürlich in der Tat, was das noch soll, wenn man dann die Handlungsanweisung dort sieht, was da empfohlen wird. Da werden kindliche Seelen und die frühkindliche Entwicklung so beschädigt und so zerstört, dass dann natürlich nachher keine selbstbewussten und kritischen Individuen mehr entstehen können. Also dieses Familienthema ist ein und die Zerstörung der Die langfristige Zerstörung der Familie ist ein wichtiger Weiterfaktor, denn natürlich ist in einer solchen Welt dann auch das Thema
Nachwuchs und Kinder, Enkel und so etwas logischerweise kein Thema mehr. Auch auf die Art und Weise kann man letztendlich die Bevölkerung reduzieren. Es hieß ja mal bei der Grünen Partei ganz am Anfang, wir müssen dafür sorgen, dass wir den Planeten so hinterlassen, dass unsere Kinder und Enkelkinder mit diesem Planeten noch eine positive und schöne Umwelt zur Verfügung haben. Inzwischen ist dieses Programm mutiert zu, dass man aufpassen muss, dass man nicht durch zu viele Kinder diesen Planet beschädigt, bis zu der jüngsten Entwicklung, dass der Mensch an sich das Grundübel auf diesem Planet sei und dass es diesem Planeten besser ging, wenn er ganz ohne Menschen auskäme. Auch das ist etwas, was diese, ich sag mal, als ein Instrument einer neuen Weltordnung, einer für eine reduzierte Bevölkerung zusammengefasst wird und festgelegt wurde in zwei großen Schriften von dem Cheftheoretiker. Thomas Burnett ist derjenige, der die Publikation der Globalisierung theoretisch zusammengestellt hat. Blueprint of Action sind seine beiden Publikationen, einmal The Pentagon New Map, War and Peace und The Pentagon News Map, Blueprint of Action, zwei Publikationen, gibt es nicht auf Deutsch, in denen er deutlich macht, was er sich vorstellt und was quasi Regierungsprogramm auf dieser Schiene eben der Etablierung einer neuen Weltordnung ist. Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde. Das soll durch eine Vermischung der Rassen erreicht werden mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse, Originalzitate, in Europa. Dazu soll Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der dritten Welt aufnehmen. Das Ergebnis wäre laut Burnett eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90, zu dumm, um zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Das ist ein eugenisches, rassistisches Programm und das ist das, was die Thomas Burnett ist derjenige, der die amerikanische Regierung in diesen Fragen, und zwar mehrere amerikanischen Regierungen, berät. Und sollte sich, sagt er, beim amerikanischen Volk Widerstand gegen die Globalisierung regen, müsste eben ein neuer 11. September inszeniert werden. Auch Klartext, er schreibt in diesem Buch nicht, dass es dann so etwas genutzt werden könnte wie ein neuer 11. September, sondern dass der neue 11. September inszeniert werden sollte. Er fordert eine Globalisierung, die sowohl multikulturell als auch multirassisch sein muss. Er ist sich darüber im Klaren, dass es da auch den ein oder anderen Widerstand geben könnte. Wieder Zitat, jawohl, ich nehme die vernunftswidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis, doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich, we shall kill them, wir töten sie. Also auch Klartext, man muss also gar nicht die Dollarnote interpretieren, sondern muss sich einfach nur diese beiden Bücher von Thomas Burnett holen, in dem deutlich gemacht wird, wie die künftige Welt aussehen soll. Sie besteht aus einer Einheitsbevölkerung, einer herrschenden Klasse, also einer Herrenrasse, die ganz oben steht, einer Führungsklasse und dann Fachkräften und Arbeitern, und die restlichen 80% sind im Prinzip überflüssig. Und ob das jetzt 80% sind oder ob das 90% sind, ist letztendlich egal. Es ist einfach so, dass hier die Masse der Menschheit, die überwiegende Masse der Menschheit, diesen Kreisen ein Dorn im Auge ist und letztendlich stört. Das Ganze wird abgeschlossen mit dem Thema einer religiösen Überhöhung. Man braucht sowas wie eine Religion, und dazu gibt es den Ökologismus, der ganz viele Zeichen einer solchen Ersatzreligion hat. Wenn wir uns das mal, also was wir so auch mit dem Thema CO2 erleben, Absolutheitsanspruch, Dogmatismus, Manipulation der Menschen, das Schüren von Angst, CO2-Footprint und was wir da alles Böses tun, Suggerieren von Schuldgefühlen, was wir da alles tun, also eine Welt ist ohne den Menschen letztendlich besser. Ablasshandel in dem Moment, wo ich eben hier irgendwelche CO2-Zertifikate kaufen kann, bin ich dann wieder befreit von der entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, von der entsprechenden Sündhaftigkeit, also klassischer Ablasshandel, Untergangspropheten, Al Gore und Inquisition, wenn es eben nicht so funktioniert und wenn hier jemand Widerstand leistet. Das ist ein Clip von drei Clips. Ich zeige einen und das ist dann auch der letzte.
der ernst gemeint ist, das ist wichtig, ich muss ihn nicht übersetzen. Es geht um die Reduktion von CO2 und ich hatte zum Schluss das Stichwort Inquisition gesagt, das, was dann passiert, wenn Leute eben bei diesen Dingen nicht mitmachen. Had some brilliant ideas from lots of you, how the firm can cut down emissions by 10%. Just quick show of hands, everyone who wants to get involved. Great, that's nearly everybody. And yeah, just for the record, no pressure. Those who aren't quite convinced about it yet, cool, it's no problem. Your choice. Okay, so those of you planning something here or at home should probably get working on it. Oh, gorgeous. Those of you who aren't. Excellent. Have a great weekend, everyone. 10-10. Hundreds of thousands of people, schools, businesses, hospitals, movie stars, knitting circles, scout troops, presidents and governments, all tackling climate change in more than 40 countries. Care to join us? No pressure. Einer, wie gesagt, von drei Werbespots. Einmal geht es um eine Schulklasse, einmal geht es noch um eine Fußballmannschaft mit demselben Ergebnis, wenn man da nicht mitmacht. Und es ist nicht englischer schwarzer Humor, sondern ein offizieller Werbespot dieser 10-10 Global Organization zur Reduktion von CO2 in den nächsten Jahren. Das Spannende bei diesem Ökologismus als Religion ist, dass niemand dahinter guckt, wer denn eigentlich die Institutionen sind, die diese Dinge betreiben. Also die Großindustrie, die Ölindustrie, die Banken, Energieriesen, Atomwerkskraftbetreiber und so weiter und so weiter. Also diejenigen Institutionen dieser Welt, die dieser Welt den größten Schaden, auch ökologisch den größten Schaden anrichten, sind diejenigen, die hier letztendlich Drahtzieher und Protagonisten und Propagandisten einer solchen Ersatzreligion sind. Insofern haben wir bei der NWO nicht nur klare Ziele, sondern wir haben letztendlich auch einen religiösen Überbau, der deutlich macht, dass das Ganze eben dann auf die Art und Weise auch abgerundet wird. Wie gesagt, es hieß ursprünglich mal, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Eine bessere Welt für unsere Kinder ist unsere Aufgabe. Jetzt ist es besser, eine Welt ohne Kinder, beziehungsweise die letzte Stufe ist jetzt, die Welt wäre besser dran ohne Menschen. Also auch das nochmal mit einem abschließenden Zitat ergänzen. In dem Fall, dass ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als ein tödlicher Virus zurückkehren, um etwas beizutragen für die Lösung des Problems der Überbevölkerung. Das hat Prinz Philipp, ein Eugenikbefürworter und Bilderberger der ersten Stunde, formuliert im Zusammenhang mit der seiner Planung, wenn er einmal nicht mehr ist und wie es dann mit der nächsten Inkarnation gehen kann. So, das alles als Fazit, alles zusammengefasst, ist sicherlich etwas, was eher depressiv machen könnte, wenn man das jetzt sich ansieht, was die Pläne sind, was die Drahtzieher sind, was die Macht derjenigen ist, die da letztendlich dahinter stehen. Auf der anderen Seite habe ich ganz am Anfang gesagt, es geht um laut Forbes um 691 Personen. Wir sind die 99% oder wir sind sogar die 99,9%, wenn es darum geht, hier zu sagen, wir wollen dieses Programm mit uns nicht mitmachen lassen. Wir wollen uns hier nicht in einen Menschenvernichtungsplan hineintreiben lassen. Die Erde hat Platz für sehr viel mehr Menschen in einer ökologischen, in einer nachhaltigen Form als diese 7 Milliarden. Das weiß man heute, das ist gar nicht das Thema. Es gibt keine Überbevölkerung in dem Sinne. Es gibt ganz andere Probleme, ungleiche Verteilung und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was viel zu weit führt. Aber dieses Problem in dieser Form gibt es gar nicht. Insofern müssen wir nicht mitmachen. Wie gesagt, wir sind 99,9% gegen, oder auf der anderen Seite stehen eben gerade mal 700 Personen, die zwar unendlich reich sind, aber es sind eben nur 700. Und die Frage ist einfach, wie wir damit umgehen. Und ich möchte schließen mit einem sehr schönen alten Zitat.
die Herrschenden hören auf zu herrschen, wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen. Friedrich von Schiller. Vielen Dank.